Hey ho, meine lieben Otter. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr es ja schon gesehen habt, in meiner Mediathek oder wie man das nennt bei YouTube, ich habe ja den neuen Chopper-Leader mal ausprobiert mit den ganzen Drumkarten. Dann habe ich das natürlich bei Zorro reingelegt, die Chopper-Engine. Ich nenne sie jetzt so, Chopper-Engine. Und ja, da ich jetzt längere Zeit schon an Sabo Rot-Schwarz, also Red-Black, rumwerkle, habe ich mir gedacht, ach komm, pack jetzt da einfach auch mal rein. Und ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt gegen Rob Lucky. Den nervigen Rob, nee, spielen wir nicht. Vielleicht gegen, jawohl. Und ja, ich habe die Engine hier drinne. Hier seht ihr es. So, und ich halte. Drum Engine, diesmal richtig drum. Also ich habe hier auch den Chess und den anderen und diese zusammengewürfelte Sache von den beiden. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ein paar 2Ks auf der Hand. Ist ganz gut. Oh, das ist schön. Spiele ich? Nee, ich spiele nicht. Ich gehe mit 7 auf ihn. Hoffe, er nimmt. Dann haben wir erstmal... Ja, sehr schön. Und dann halte ich. Weil das Gute ist, wenn ich mit dieser Karte ihn finde und spiele, kann ich ihn durch ihn schützen. Okay. Oh, das ist stark. Aber er braucht einen Achter. So. Spielen erstmal. Jo, das ist sehr gut. Spielen ihn. Oh, die wäre schön gewesen. Gut, ich hätte auch ihn spielen können, denn den Bären. Naja, ist egal. Lassen wir mal oben liegen. Tier ein bisschen näher und so. Okay, Return Cards. Und dann mit 6. Und wir countern mal aus und machen so. Gut. Sehr schön. Hier, da fehlt der andere. Das lassen wir so. Ah, nehmen wir ihn mal in der Handkarte. Ah, das ist nervig. Und dann gehen wir mit 7. Die jetzt nimmt er und dann nehmen wir uns nochmal einen Chopper und spielen Chopper plus ihn, haben Full Board denn eigentlich. Die kann ja gar nicht KO'n. Fehlt die das Dings. Ich komme erst auch auf 6 dann danach. Ach nee, wie kommen wir neben den Chopper? Okay. Und End of Turn. Also ich glaube mal nicht, dass er jetzt einen Achter kriegt. 6 Don, er kann einen anlegen, kann den Sanji... Oh, okay, das stoppt. Jetzt kann er auch den Sanji spielen, könnte einen versuchen zu KO'n. Genau, das macht er. Joa, use Card Action. Oh, er nimmt auch noch den. Yay! Yay, das ist doch herrlich. Das ist herrlich, wir können alle schützen. Ich werfe ihn ab und ich werfe aber ihn ab, weil... Den würde ich noch aufheben, falls wir den anderen mal finden. Jo, doof. Okay, mehr macht er nicht. Gut, und wir haben den anderen immer noch nicht gefunden. Machen. Ich kann ja nichts weiter spielen hier. 7. 6, 6, 6, 7, 8, 7, 7. Okay, machen wir 6, 6. Attack. Ja, da ist er. Ne, halt, 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 ich brauche ja den auch. John Cards. Nein, Attack machen wir nicht. Und dann mit 7-7. Schön ist eigentlich mit Chopper, wenn ich mir mal merken würde, wann was ist und so. Man guckt sein schönes Deck. Oh ja, hier liegen ja alle zusammen.
Er nimmt kein Target und schiebt ihn nach vorne. Mit ihr kann man ihn suchen, spielen und dann spielen. Okay. Das ist schön, wenn das wird schon. Ah, dieser Spam ist schon gut. Also, ja gut, Rob Lucky ist stark, könnte sehr viel wegnehmen. Er könnte jetzt natürlich Robin spielen, ein Ranlegen, Minus geben. Das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Okay, macht einen Draw. Also ich rechne mal jetzt vielleicht auch so 2, 3, 3 so wegkriegt. 3, 3 Leute. Weil die beiden sind nicht geschützt, die 3 sind nicht geschützt hier. Ah, wir haben ja Hiking-Bär zum Schutz. Die Stage wäre gut, weil, wie gesagt, die Stage gibt den Drum-Leuten nämlich ein plus 1000. Was ich sehr geil finde, weil nämlich, denn ist er nämlich bei 5 und ich kann ihn auch schützen. Okay, jetzt hat er natürlich plus 1000. Den will ich auf jeden Fall aufheben, um gegen ihn zu bestehen. So, er geht einmal mit 7. Er kann auch mit 6. No Blocker. Ich halte alles. Scheiße, er kann ja trotzdem einen KO'n. Nein, aber er macht's nicht. Okay. Oh, da ist er. Sehr schön. So. Ja, wartet mal, wir können auch voll drauf gehen. Hat auch keinen Sinn jetzt hier. Einmal mit ihnen. 6. Stimmt, der hat ja 6. Wir haben noch Free Life. Den wollen wir mal gehen lassen. Und dann machen wir 7-7 mit den Leader. Und wir spielen ihn. Und Return Cards. Wie gesagt, der hat nächstes Turn. Und den nochmal mit 7. Wenn er es hält, dann hält er es. Ich habe weiter keine Rusher. Also das sind meine einzigen Rusher, die ich hier habe. Ich lasse ihn jetzt auch in Angriff. Problem ist eben, Robin ist im Cost 8. Das heißt, wenn er angreift mit einem Don dran. Ja, der konnte ja nicht, hat ja keinen Don dran. Kann auch ein Cost 4 KO'n. So, ich bin sehr gespannt, wen man jetzt KO'n will. Tony Chopper. Er hatte noch 5. Ach Leute, kommt. Scheiß drauf. Ist egal. Ist egal. Drei Angriffe. Kann vielleicht nochmal einspielen. Drei Angriffe. Ah, dann kann er aber eigentlich das ganze Board clearen. Boah, wenn er jetzt nochmal so ein spielt, dann kann er. Hat er keinen Achter, kann den Effekt nicht machen. Jetzt wird er mein. Gucken, wem er KO'd. Hä? Och, Spielfehler von ihm. Er hat kein Achter, weil er hier nicht dran gelegt hat. Tja. Okay, er hat einen Blocker, das gefällt mir nicht. Aber mehr hat er nicht gemacht. So, wir wollen jetzt mal was testen. Das ist eigentlich Quatsch. Ich kann auch voll drauf gehen. Aber da war noch gute Counter. Aber hier der andere hat mir gefehlt, um die Engine mal zu spielen. Gut, Rematch, ja. Klar, können wir gerne machen. Ich spiele sowieso gern gegen. Also ich spiele ihn selber gerne, aber ich spiele auch gerne gegen ihn. Mullen. Für mich ist Go Second sogar noch besser, weil ich denn ihn auf jeden Fall schützen kann.
Searcher wäre noch geil gewesen, aber wir haben diese Karte und ey, das bringt nichts. Ja, können wir so machen. Gucken wir aber gleich schon voll angriffiert hier. Okay, 3. Give up. Ah, das ist auch gut. So, ja, kommt. Einen können wir abwerfen. Ja, das wäre jetzt geil, mal searchen, aber das will ich noch nicht. Würde mal so machen. Und dann hoffe ich, dass das. Oh, jetzt hätte ich ihn gezogen. So dumm, so dumm. Und Return Cards und End of Turn. Okay, wir haben 2K. Ah. Das hat aber auch nichts gebracht. Aber für später ist er ja auch nicht so verkehrt. Also meine Hoffnung ist, dass ein Next Turn, dass ich searchen kann. Und dann den finde. Ja. Der hat plus 1000. Stage nicht vergessen, lieber Gegner. Wow. Wow, ich habe mein Mikro geschlagen. So, und jetzt kann ich einfach Resolve und Use Card Action. So, jetzt nehmen wir den auf jeden Fall weg, weil das wäre schon mal gut. Wenn wir Glück haben, finden wir mit ihr den anderen. Dann habe ich sogar noch einen Don zum Schutz dran. Also, das ist herrlich. Herrlich. Also wir probieren es jetzt einfach mal und wir finden ihn nicht. Wir nehmen die, den Himmel so auf. Geht nicht anders. Mann, ist das nervig. Eieiei, ist das nervig. Oh, ein Himmel den also auf. Er kommt dann einmal mit 6 auf ihn. Mal mit 6 auf ihn und wir spielen. Oh, Hiking Bär will ich nicht, den kann ich nicht schützen. Ne, den spielen wir lieber gar keinen. Hiking Bär geht nur auf. Den will ich lieber auf der Hand haben. Der. Also ich hätte ihn gespielt, wenn ich ihn losgeworden wäre. Denn ja. So nicht. Ach, ich bin so doof, Leute. Ich würde doch noch ihn dann aufheben für hier. Ach nee, ach nee. Das Deck, so macht mir, also mir macht diese Engine mit den Chopper einfach so mega viel Spaß. Mit 7. Ja. Komm, Doc Baylor schützt seinen Chopper. Oder was? Dr. Hiri Luke. Ich dachte, er hieß Doc Bader. Oder hieß er nur in Deutschland Doc Bader? Das könnt ihr mal gerne in eine, oder heißt er Dr. Hiri Luke Bader? Oh, jetzt geht er auf live. Und ich nehme das. Ach, Mann. Hi, ciao. Ah, ist das neuer Fisch? Neuer Fisch. So, der hat 4000, ja. Ja, den machen wir erstmal mit 6 auf ihn. Ich will den loswerden. Der nervt. Gehen wir mit 7 auf ihn. Ah, bald wieder gezogen. Spielen ihn. Turn Cards. Und spielen ihn. Jetzt spielen wir doch Hiking Bear. Weil das ist doch ein ganz guter. So. Und dann nochmal mit 8. Das Gute ist einfach hier. Er hat nichts und wir haben einfach wieder vier Leute liegen plus einen, den wir danach noch nachholen. Das Problem ist, der Heikinger hat nur 3000. Ist gut mit ihm zu spielen. Aber 3000 kann ich nicht schützen. Du spielst einfach falsch.
Ich glaube, der lernt noch das Deck gerade. Geht jetzt auf mich. Also wir spielen auch mal ihn. Wieder, ja. Holen uns Shopper. Packen ihn nach vorne. Ihn dahin. Return Cards. 9 kann ich nicht so auscountern. Will ich noch nicht. Ich gehe auch nicht mit. Ah, ist nervig. Ja. Lassen wir so, so. Gut, jetzt kann er voll auf mich drauf gehen. Sie ist natürlich jetzt super für ihn. Wirkt ein Schutz für ihn. Ah, jetzt mit den Shoppers anzugreifen, wenn kein Push. 1000. Also wenn ich jetzt keinen Platz habe, um Tiere zu spielen. Mit 7. Ne, jetzt countern wir aber auf jeden Fall mal aus. 8. Check. Mach jetzt keinen Fehler, sondern KO ihn. Ach, du bist so. Naja, gut. Ich kapier's nicht. Ich kapier es nicht. Naja, gut, das war's denn. Könnte ich, will ich nicht. Ist okay. Ich hab hier noch. Ich habe hier noch liegen hier. Oh, bloß noch mal eine Nilpferd. Related Stone. 6. Okay. Da war er wieder. Das Nilpferd beendet ist. Jo! Ah, dachte, wir schreiben uns jetzt noch GG. So, jetzt auch mal hier gegen Gelb. Vielleicht mal gegen Vegapunk. Und es lädt. Und es lädt. So. Musste kurz nochmal das Spiel neu starten, weil. Bonnie wäre mal ein cooler Gegner. Yamato wäre ja schon böse. Mal Roblooki ausprobieren. Wenn das jetzt nicht Willow aufgehangen hat. Ich kapiere das immer nicht. Ich refresh jetzt erstmal ein paar Mal. Ist gar keiner mehr da. Gegen Chopper. Chopper gegen Chopper. Gegen Chopper Engine. Oh ne, das wäre jetzt der gleiche wieder. Ah, oh, Leute, das, nee. Nee, wir gehen zurück zum Main. Also, ich will nicht tausendmal gegen die gleichen spielen. Bonnie wäre cool, aber jetzt hängt schon wieder. Mann, oh Mann, ist das nervig. Katakuri, gelb. Ja, naja, geht doch. Ein bisschen gegen die Meta, so. Okay, okay, second, wir. Oh ja, das halten wir. Das halten wir. Ah, oh, deploy. John.
Geht mit. Okay. 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 Warum disconnectst du? Du kennst doch einfach. Kannst du einfach Concede machen, dann machen wir ein Rematch. Mann, oh Mann, ey. Was ist denn hier heute los? Ach komm, dann gehen wir bei Eastern rin, ist mir jetzt egal. Bello Betty. Boah, der Hancock. Hier funktioniert ja auch gar nichts. Teach. Teach. Oh nee, bei Teach funktionieren ja keine On-Play. Oh. Ach so, aber er muss dafür eine. Okay. Er geht first, ich gehe second. Ja, halt mal. Also, er muss auf jeden Fall ein Attribut. Er muss immer eine Trash One Card. Okay, was macht er? You may rest this character, look at file. Ah, okay, cool. Then place the rest at the bottom of the deck. Ist aber auch. Naja, hat er ja keine On-Play-Effekte. Was macht der? So, ich spiele nochmal hier. Turn ist ihn. Ihn nach oben. Ja, genau. Return Cards. Also seine Attribute funktionieren nicht. Hat er jetzt diesen Teach-Effekt gemacht? Er hat jetzt drei Karten im Trash. Funktioniert ja der auch nicht. Oi. Dies ist ja. Touchdown. Attack. Spielen wir ihn. Okay. Hätte es, glaube ich, eher den anderen K.O. sein, aber okay. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich den einen aufhebe. Aber ist okay. Er hat jetzt so viel Aussicht. Was macht der? If your leader give up one of your opponent's characters minus 2 cost. Also die ganzen On-Play-Effekte gehen denn nicht. Und das ist natürlich auch gut jetzt, ja. Full Draw. Danach gehen wir auf 5, nee, 6. Was eigentlich? Ja, spielen wir da. Ich würde sagen, bei 6 bringt noch nichts. Wir können nichts. Ach komm, wir gehen auf Lieder. Und spielen in Return Cards. Wie doof. Ich weiß noch nicht genau, was Teach macht, liebe Leute. Also ich weiß, dass er keine On-Play-Effekte zulässt, aber. Mir fehlt die Stage noch. One Search. Sehe ich hier eigentlich, ob der seinen Effekt macht? Tony Shopper. Vivian Draw Doc Ockerq. Ne, das ist Pferd. Doc Q kenne ich noch nicht. Wartet, hier ist er, liebe Leute. Active Main. If your leader KO one of your opponents. Okay, einer cost. Draw one card. Draw a card. Und KO. Okay. Ja, mit dem Pferd. Oder das? Muss der das vertrashen? Okay, cool. Ich brauche die Stage. Was macht der? Ah, das ist ein Blocker. Okay. Ein Blocker. Okay, das ist auch gut.
Ja, ein aufheben. Okay. Okay, der macht immer den und draw one card und KO. Was ist jetzt Black Hole? Das ist denn diese Activity. Ah, hier, Ken Activity. Okay. Okay. Okay, wir können gar keinen wählen. Das ist ja auch dämlich irgendwie hier. Spielt sehr viele kleine Mistviecher irgendwie hier. Und dann Deployen und Induktion. Ah, okay. Eine Minus-Power geben. Ja, das Problem ist, meine KOs sind alle on Play. Er kann jetzt natürlich hier. Oh. Wieder den Doc Ock. Ach, der ist nervig. Minus 3 Kost. Aber der ist stark. Dann spielt er Doc Ock. Nee, er spielt ihn. Okay, macht nochmal Minuskost. Oh. Ich habe mich geschützt. Ja. Na, der bringt mir ja denn eigentlich gar nichts. Ne? Jump Card. Nein, ich trottel. War ich heil mir einen Donny hierfür auf, Leute. Arroganz gerade, Arroganz. So, er hat wieder Black Hole gemacht. Okay. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf den da gehen. Hey, die Stage, das nervt, ey. Dann würde ich eigentlich mal auf ihn noch gehen. Ah, da machen wir. Wie viel dann brauche ich noch einen? Problem ist, das ist ein Angreifer. Das andere stört mich eigentlich nicht. Dass er ein Angreifer ist, nervt mich eher. Ich hab vielleicht mal Dons hätte dran tätschen können, aber ist egal. Weiß nicht, was der 10er Blickbier macht. Also ich habe ja keine. Doch, ich habe Teufelskraft-Nutzer. Verdammt. Chop hat die Mensch-Mensch-Frucht. Na, du müsstest die schon ganz schön hochpowern hier. Okay, you may rest this if your leader the Blackbeard give up one of your. Okay. Minus 3. Wieder den. Besonders gut. Das Deck ist ja nicht schlecht. Mit seinen Searchern da ist ja alles cool und so. On-Play-Effekte sind genommen. Auch nicht schlecht. Oh, da ist er endlich, ey. So. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal ihn. Haben wir auf ihn. Mit 5. Gehen wir mal hinein. Ja, der ist ein starker Angreifer, den machen wir mal auch noch weg. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, was ich zu erwarten habe. Check.
Ein Don brauche ich noch. Ich mache wie viel minus 2000 und gebe ihn 2000. Also ist er dann bei 5 und ich bei 9. So, da würde ich aushalten. Tick. Oder bei 4 sogar nur. Der hat 6, nicht 7. Dann gehen wir nochmal mit Voll Power. Mit 8. Die Searcher sind mir gerade egal. Kriegst du eben nochmal 2 Handkarten mehr. War sehr geil. Die KOs kann er ja auch immer ziehen. Oh, der ist ja nur noch bei 15. 5 auf Hiking Bear. Na gut. Don't draw anyway. Return resolve attack. Vielleicht kommt jetzt der 10er Blackbeard. Ich weiß noch nicht, was der macht. Da ist er. Blocker. If your leader this turn... Up to one of your opponent's leader effect are negated for this. For one of your opponent's effect negated until the end of the opponent's next turn. That character also cannot. Ach, der kann nicht angreifen, okay. Negated done. Check mit 7. Ich will eigentlich die Hiking Bears nicht spielen, aber Hiking Bear. Oh, einen Block hat er auf jeden Fall. Gehe drauf mit 7, 7, 7, 7, 7. So, noch bleibt mir nicht übrig. Mein Effekt ist also bis Ende meines Turns negated, was nicht jetzt so schlimm ist. Weil ich... Okay, nicht so schlimm. If your leader has a Blackbeard this turn... Up to one of your opponent's effects are negated for the rest of the turn, then up one of your... Ja, gut. Er gibt Minuskost. Mein Nilpferd, okay. Okay, mein Nilpferd K.O.N. Noch 2 Don. Rob Don. Ja. Gut, okay. Er geht einfach raus. Jo. Leute, ich würde sagen, wir gucken nochmal. Das Deck ist wirklich lustig. Ich will mal gegen Vegafang spielen. Na, gucke, das ist OP 08. Go Second ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber gegen Vegapunk ist Go First besser. Ja, das. Oh ja, das ist schön. So, können wir gleich sogar mal searchen. Und dann nehmen wir auf jeden Fall das. Und dann End of Turn. Alles Gute, so können wir im nächsten Turn nochmal searchen. Die spielen. Außer ich ziehe das Event, dann search ich nicht. Ach komm, jetzt schon eine Nami-Verschwendung? Okay, ein Draw One, aber das ist doch Chaos einfach. Für sie. Na gut, ein Big Buddy, aber trotzdem, naja. Ach nee, hat den Effekt gar nicht gemacht. Okay, lustig. Oh Leute, wir haben ihn schon mal auf der Hand. Also, ich würde sagen, wir searchen. Wir haben das auf jeden Fall. Dann machen wir... Ja, dann spiele ich mal nicht... noch nicht das, sondern erst später. Bin mal gespannt, ob es nimmt, aber eigentlich kann das auskontern. So. Okay, Blocker. Leg sich kein Leiter. Hey, oder braucht sich das nicht legen? Warum auch? Oh, wir nehmen's. Oh, yes. Oh, ja. Das ist doch schön. Ich bin so doof schon verloren, Leute. Ah, Mann.
Strength mit 6. Mal gucken, was er hat als Trigger. Gar nichts. Und dann spielen wir ihn. Ihn. Und jetzt spiele ich schon mal die und den End of Turn. Hätte vielleicht, nee, das war ein Fehler. Ach Leute, was mache ich denn schon wieder? Bin ich nervös, ja. Na, jetzt kann er heilen plus. Okay, oh. Will er den Nami holen? Und Play-Effekt ist natürlich nicht ohne. Könnte er noch Luffy spielen? KO kriegt er nicht hin, aber kriegt einen Frankie. Okay. Okay. Nicht das Problem. Nehmen wir so an. So einen hebe ich jetzt auf. Fünf. Dann. Tick. Naja, hol deinen Nami. Ist okay. Okay, oh mein Typen da. Dann kommt er bald. Den lasse ich auch gehen. So, seine Hand gut ab. Und dann holen wir ihn. Und ja. Ah, kann Heine hat oben Bord. Also danach muss ich auf jeden Fall aufs Board gehen. Fünf auf mein Nilpferd. Schütze ich mal mit meinem Nilpferd. Fünf auf ihn. Das ist okay. Ach, ich bin so doof. Ich kann schon wieder meinen Dings nicht spielen. Schon wieder Nami. Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Also dieser Nami kackt nervt wirklich ein bisschen an. Ist nicht so schlimm, denn... Ich hab noch einen Chopper auf der Hand. Ah, schlimmer. Ich kann noch einen Chopper den spielen. Ach nee, er kann nur KO und stimmt, der spielt ja ihn nicht. Das ist die Frage. Spiele ich Chopper? Gehe ich lieber mit 9 auf ihn und versuche ihn wegzukriegen. Ich habe immerhin noch 3 Leben. Countermäßig. Okay. Okay. Yamato! Ah, jetzt ist natürlich jetzt gerade richtig doll hoch. Ah, jetzt kommen die Big-Leute von ihm. Gut, wenn er mit ihnen angreift, auf jeden Fall auf ihn. Entspannt, geht aufs Leben. Nö. So, jetzt ist das mal gut. Jetzt spiele ich das. Und ihn. Er wäre jetzt so gut, ey. Kennst du? Und ja, wieso ist alles gut? Hm. 8 hat der, ja.
großen kann ich nicht so liegen lassen. Jupp. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich mache lieber sein Board klein, dann müssen wir mal gucken. Dann baue ich eins auf. Oh, das ist starke Karte. Oh, er greift mit Yamato nicht an. Warn lassen. Das ist ganz gut, wenn ich hier vielleicht erstmal aufbaue. Kann ihn ja noch schützen. Nimmt er natürlich. Nervig. Jetzt ist nervig. Diese Robin ist wirklich gut. Wenn ich jetzt aber noch nicht unter 2 kriege, ist erstmal ganz gut, weil dann hat er keinen Yamato Heal, Double Heal Effekt dann weiter. Wäre nur mal schön, wenn er jetzt mal mit ihr angreifen würde. Damit ich sie mal wegmachen kann. Nein, Nami. Ach, ich kann alles schützen. Bis auf ihn nicht. Ich spiele ja noch mal Nami, ich weiß es nicht. Er hielt. Noch ein Blocker. Robin, wo, hä? Weil sie spielt? Okay. Okay, der hat sie so. Achte. Ich brauche 3 Dons übrig. Okay. Ja, der pusht jetzt ja nur in meinen Turm. Oh. Wird vielleicht nochmal ein Yamato kommen? Ja. Geht den Verlauf. Ja, gut, okay, die kann ich nicht schützen. Ja, wieder 2 Lives. Aua, nur ein Blocker noch. Oh, und wieder die. Ah, mir fehlt ein Banisher. Mir fehlt ein Banisher. Gott, ist das nervig. 9 auf live. Ja, und was mir noch fehlt ist, mein Blocker. Ah, wir nehmen 2K. Jump Cards. Das Problem ist, egal wie er jetzt spielt, ich muss volle Kanne drauf. Jetzt egal. Der kann ja wieder auscountern, aber egal. Jetzt nicht mit ihnen. Oh, er hat es genommen, okay.
Dann 7. Sieben, 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 acht. Naja. Ja, da ist drei Blocker drin im Trash. Barpool fehlt, ey, das ist nervig. Vielleicht doch noch mehr von denen einspielen, ich weiß es nicht. Gucken, was er zieht. Nuller Event, ich würde lachen. Nee. Okay, oben Vierer. Okay. Na? Na? Nein? Nein? Yeah! Noch eine Yamato auf der Hand, Alter. Noch eine Yamato. Ja, liebe Leute, da habe ich doch mal hier, ihr seht doch nämlich hier Sabo drum, das ist der, das sind alles die Rot-Gelb und hier alles Red-Black. Ich weiß nicht, warum ich Sub genannt habe und nicht Sabo, aber hier haben wir es. Ja, macht Laune, macht Laune, macht Laune. Stage ist wichtig, um ihn zu schützen, um ihn noch ein bisschen zu pushen und ja. Also, macht schon Spaß, das Spiel. Also, das Deck. Könnt noch mal gucken wegen. Aber wir haben, guck mal, wir haben OP09 Blackbeard besiegt. OP09 Blackbeard. Also, bitte. Ich wusste jetzt immer noch nicht genau, was Blackbeard macht. Also, jedenfalls keine On-Play-Effekte, was natürlich nervig ist durch den Chess und Kuromarimo. Stimmt, Marimo. Effekt. Aber sonst, da hatten wir eben das Glück, dass wir mal einen Vaporeon auf der Hand hatten. Ich überlege, den schon auf 4 denn zu spielen, weil ich ihn sehr stark finde. Und wir können ihn eben schützen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Deck fandet. Und ich freue mich auf OP08 so dermaßen. Also dann, euer Otto Samurai. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen. Macht's gut.